Hallo und wieder zurück zu meinem kleinen Vergleich von Soundtracks von John Williams. Ich habe heute mal einen Soundtrack von 2001 mitgebracht, nämlich von AI, Artificial Intelligence. Wir wissen ja, es war der Film, den Steven Spielberg gedreht hat, in Erinnerung an den großartigen Stanley Kubrick. Kubrick wollte diesen Film nicht drehen, weil er technisch damals dazu nicht in der Lage war, und er wählte seinen Freund Steven Spielberg aus, diesen Stoff zu verfilmen, weil Steven Spielberg deutlich mehr Erfahrung hatte mit Spezialeffekten, mit CGI, als der großartige Stanley Kubrick. Und im Grunde ist es so eine Mischung geworden, Spielberg-Film und Kubrick-Film. Das Drehbuch, Originalskript, stammte vom Kubrick, wurde überarbeitet von Steven Spielberg, und herausgekommen ist ein sehr, sehr intensiver Film. Und die Musik ist von John Williams. Und ich habe da hier mitgebracht die Musik von 2001, also aus dem Jahre 2001. Damals war dieses Cover, dieses Kinocover sehr, sehr schön, und es war eigentlich nicht viel drin, wie immer nur eine Seite Blatt. Und das war es gewesen. Mehr hatte dieser Film oder diese Musik von Steven Spielberg, von John Williams nicht zu bieten. Es war eine großartige Musik. Es ist vielleicht nicht die beste Musik von John Williams, aber es ist eine sehr, sehr schöne Musik. Es war eine einzelne CD, und hinten drauf war ein Bild von Spielberg und John Williams. Und jetzt kam dann 2015, und das hat mich sehr, sehr gefreut, eine Dreifach-CD raus, mit all dem Score, mit all der Musik, die da war. Auch ein anderes Cover. Ihr seht, hier ist ein Foto dahinter gelegt. Hier war kein Foto dahinter gelegt. Es ist eine Dreifach-CD. Und wenn man es anschaut, ich mache jetzt mal auf. Ups, geh auf. Mach nicht auf. Es ist Picture Disc. Wir haben hier schöne Bilder auf den CDs, sehr, sehr schön gemacht. Hier am Schluss der Kontakt mit den Außerirdischen, hier die Freundschaft Roboter zu Roboter und hier die Mutterliebe zu dem Roboterkind. Ich fand ein sehr, sehr schönes Thema. Diese Version, diese Dreifach-CD, ist auf 3000 Exemplare reduziert und limitiert. Also wer sie sieht, bitte zugreifen. Und dazu gibt es auch ein schönes Booklet. Es sind 24 Seiten, viel, viel Text, ein paar Bilder aus den Filmen. Und was mich aber gewundert hat, während wir hier bei der 2001er Version ja ein Bild hatten von Spielberg und Williams, findet sich hier in dem Booklet dieses Bild nicht mehr. Es sind klassische Filmbilder, Filmsets, was nicht so schlimm ist, aber eigentlich hätte ich gerne noch ein Bild von John Williams drin gehabt. Aber es ist keins drin. Aber es ist das komplette Orchester, der Chor, alles da. Und eben die genaue Titelaufzeichnung der drei CDs. Finde ich sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr eindrucksvoller Film. Und als Kubrick-Fan musste ich natürlich alles haben über diesen Film, AI und natürlich auch diese Musik.